So, da haben wir ein Signal schon bekommen. Da müssen wir mal schauen, was ist da noch heiß und was ist cold. Alles ist cold. Ich habe alle gedreht. Nun ja, kommen wir gleich wieder. So, da haben wir ein Signal von Frankly. Da gucken wir mal, ob wir den noch mitnehmen können. Im Einsatzchart. Erstmal auf unseren Einsatz von 30 zurück. Ich glaube, da gehen wir einfach in die nächsten rein. Wenn der jetzt noch bleibt, grün, gehen wir in die nächste Minute rein. Wir sehen hier ein bisschen minimal andere Darstellung. Ne? Ihr seht hier, hat er viel mehr Docht als hier. Aber wie dem auch sei. 3, 2, 1. Da gehen wir nicht mehr rein. Jetzt sehen wir hier sogar eine rote Kerze. Aber nehmen wir den nächsten. Dann holen wir da jetzt keinen hinterher. Ah, 65 ist natürlich. Muss mir überlegen. Out-USD. Das ist ja hier noch besser. Wir sehen auch hier im dritten Teil der 90, sogar im zweiten schon 90. Ja? Das heißt, eigentlich sind wir schon. Das ist eigentlich cool, ja. Deswegen würde ich ihn auch mal mit 65 mitgehen. Warten wir aber nochmal, muss aber auf jeden Fall so bleiben, ne? So, jetzt sind wir drin. Audien haben wir noch bekommen. Boah, der kam aber auch so krass, ey. 58, ne? Wahnsinn. Wer ist denn schon so schnell, ey? Boah. Naja, ich bin auf Pause, komm wieder vor Ablauf. So, dann schauen wir uns an. 3, 2, 1 und zack, ITM. Direkt geschlossen. So muss das sein. So, dann machen wir hier den Chart sich wieder an. Einmal Leertaste drücken. Und schon sollte wieder anspringen. Zack. Wir haben ein bisschen Delay. Wie gesagt, immer wenn ich recorde, sind wir ein bisschen slower unterwegs. Und der Audien ist natürlich getilgt. Mache ich jetzt erst das Fenster zu, ist nämlich arschkalt und komme gleich wieder. Bin auf Pause beim nächsten Signal an. Uiuiui, jetzt geht's aber rund. So schnell bin ich ja gar nicht. Euro Yen ist der RJ. Warte mal eine Sekunde. Vielleicht kriegen wir noch einen schönen Einstieg jetzt, aber. Ah, auch nicht so schön. Aber egal, wir sind drin. Machen wir mal Stopp. Und er soll ja schön bis hier oben hinziehen. Und dann passt es doch auch. Schade, weil es war eine Mikromillisekunde, war ich too late. Aber dieses Fenster war zu. Morgen habe ich geguckt, wir haben so ein Innen-Außen-Thermometer da stehen. Da waren es außen minus 2 Grad. Das ist nicht schön. Nee. Ich war morgen schon echt früh wach, ey. Wahnsinn. Ich konnte irgendwie nicht schlafen, richtig. Dafür darf ich jetzt mal gehen. Ich muss mir gleich einfach mal irgendwas Kohlensäurehaltiges zu trinken holen. So, den haben wir gewonnen. M1 geht echt rasend schnell. Man muss schnell vor Ort sein hier. Also schnell im Trade. Zack, zack, zack. Euro Cut. Gucken, ob wir den noch mitnehmen können. RK. Ah, 61. Ja, nee. 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 Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ne? Ihr habt ja gesehen, wie es funktioniert. Ihr wisst ja alles hier, ob ich jetzt noch zwei Trades mache oder nicht. Sei ja mal dahingestellt. Wer das nächste Level-System haben will, Weihnachten gibt es das Update, also in 4 Wochen. Ne? Kriegt ihr ja auch die V2, kann man parallel nutzen zur V1. Läuft in unterschiedlichen Ordnern. Und habt ihr noch jede Menge andere Funktionen. Ihr habt ja allein zwei Reiter noch mehr. Einmal mit SD, statistische Daten, die ihr mit in den Filter setzen könnt. Ihr habt noch den Pivot-Alarm. Guckt da einfach mal das Video von letzter Woche. Ich verlinke das auch nochmal hier.
irgendwo mal hier oben so, ja, im Laufe des Videos. Und dann seht ihr doch mal, was alles euch noch erwartet, was hinzukommt. Und das ist echt jede Menge. Und ja, dann hören wir im nächsten Video von uns. Ne? War jetzt mal ein bisschen kürzer, das andere war länger und das gleicht schon alles wieder aus. Bis dann, ciao.